Ja, schönen Vormittag. Was für ein besonderer Moment. Ja, fast genau vor einem Jahr waren wir bei dieser Veranstaltung, kurz vor dem großen Comeback, vor der Wiedereröffnung. Heute, ein Jahr später, stehen die Weichen in Richtung Zukunft noch viel mehr. Und diese Zukunft gilt es gemeinsam mit kreativen, innovativen Konzepten und Ideen zu gestalten, ganz nach dem Motto Redesign Tourism Now. Damit, meine Damen und Herren, darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zur größten touristischen Branchenveranstaltung in unserem Land. Willkommen zu den österreichischen Tourismustagen 2022, initiiert vom Tourismusministerium, von der Wirtschaftskammer Österreich und von der Österreich Werbung. Schön, dass Sie alle mit dabei sind und das, wie gut tut das, live, endlich wieder live hier im Austria Center Vienna, das sich auch beeindruckenderweise in einem Redesign heute präsentiert. Schön, dass Sie alle mit dabei sind hier in der Halle E1, die noch nicht voll ist, aber ich bin ganz sicher, dass noch ganz, ganz viele mit dazukommen werden. Ich begrüße aber auch all jene, die sich entschieden haben, von zu Hause, von unterwegs oder aus dem Büro mit dabei zu sein, nämlich über unseren Livestream. Ja, mein Name ist Dina Sabitzer. Ich darf Sie heute bei der Eröffnung beim Wissenscampus über fast den ganzen Tag begleiten, auch morgen nochmal. Und ich muss sagen, ich freue mich richtig, denn da spürt man heute schon, das wird was Besonderes, das wird ein echtes Fest der Begegnung in der Branche und für die Branche, da bin ich ganz, ganz sicher. Nicht nur heute, sondern an drei Tagen insgesamt. Drei Tage mit einer Vision und einer Frage im Mittelpunkt. Wie kann es uns gelingen, den Tourismus in Österreich neu zu gestalten? Ja, und diese Frage, die werden wir erörtern und das auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Veranstaltungen. Lassen Sie mich kurz sagen, was gibt es hier alles zu erleben und zu erfahren? Na, auf der einen Seite gibt es mal die ATB, die Tourismusfachmesse, bei der das Angebot des österreichischen Tourismus zusammentrifft mit den Interessen der internationalen Einkäuferinnen, Einkäufer, Journalistinnen, Journalisten, startet morgen so richtig los. Da geht es darum, Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu vertiefen. Übrigens, dort gibt es auch den Innovation Corner, kann ich Ihnen jetzt schon ans Herz legen. Und dann gibt es gleich drei verschiedene Campus-Events. Allen voran heute der Wissenscampus, gehostet von der Wirtschaftskammer Österreich, bei dem wir gemeinsam mit Experten, Touristikern, Touristikerinnen darüber reden wollen, welche Themen sind es, die die Zukunft bewegen und prägen, wie zum Beispiel Innovation, Nachhaltigkeit, aktuelle Entwicklungen, all das zusammengefasst in Paneldiskussionen, in Vorträgen, wo Wissen und Inspiration miteinander vereint ist. Dann gibt es ab morgen den Innovationscampus, da geht es darum, die Zukunft von heute zu verstehen, das Wissen von morgen zu nutzen und ganz neu, auch ab morgen gibt es den Convention Campus, der ist zum ersten Mal im Rahmen der österreichischen Tourismustage, sollten Sie auch nicht verpassen, mitunter mit einer Branchenveranstaltung, wo es darum geht, wie sich der MICE-Bereich weiterentwickelt. Ja, und ein Add-on haben wir noch, will ich nicht unerwähnt lassen, die Travetech von Mondial mit Einblicken in spannende Technologien und zukunftsweisende Lösungen, auch schon ab heute einfach die Rolltreppe rauf. Sie sehen schon, es gibt viel zu erleben, zu entdecken, zu erfahren hier bei den österreichischen Tourismustagen, alles rund um das Reisen der Zukunft und die Zukunft des Reisens. Und das hier, meine Damen und Herren, ist, wenn Sie so wollen, der offizielle Auftakt, der Startschuss in die Zukunft. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, die Gastgeberinnen und Gastgeber dieser Veranstaltung hier auf der Bühne willkommen heißen zu dürfen, hier im Austria Center. Sie werden diese österreichischen Tourismustage 2022 festlich und feierlich eröffnen. Ja, Sie wissen es, die letzte Woche war eine Woche der Veränderung, hat auch einen Umbruch mit sich gebracht rund um politische Verantwortlichkeiten. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute mit dabei ist. Sie war schon immer eine starke Stimme in der Branche, für die Branche. Heute ist sie in ihrer neuen Funktion da. Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus die Staatssekretärin für Tourismus, Susanne Kraus-Winkler. Herzlich willkommen. Bitte schön. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und ich begrüße und ich würde vorschlagen, kommen Sie gleich gemeinsam hoch, die Geschäftsführerin der Österreich Werbung, Lisa Weddig, und den Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, Robert Seber. Herzlich willkommen, schönen Vormittag Ihnen, allen voran Ihnen, Frau Staatssekretärin. Herzliche Gratulation mal zur neuen Aufgabe. Ich meine, schöner kann es gar nicht sein. Sie sind erst angelobt worden, der erste große öffentliche Auftritt bei dieser Veranstaltung, wo der heimische Tourismus versammelt ist und ich glaube fast 400 auch Partnerinnen und Partner aus dem Ausland. Ich nehme mal an, das ist nicht nur ein besonderer Tag für Sie, sondern auch ein ganz besonderer für den österreichischen Tourismus, oder?
Ja, das kann man so sagen. Ich darf alle sehr herzlich begrüßen. Es ist mir eine besonders große Freude, dass ich innerhalb der ersten Tage meiner neuen Verantwortung auch gleich mitten in eine der Großveranstaltungen, einer der wichtigsten Veranstaltungen für unseren Tourismus teilnehmen darf. Es ist auch ein schöner Tag, weil wir seit 0 Uhr die 3G-Regel nicht mehr haben. Eine wesentliche und sehr wichtige Voraussetzung für den österreichischen Tourismus, um gerade jetzt zu Beginn der Sommersaison auch noch erfolgreicher zu sein. Reisemöglichkeit haben ist, wie wir gehört haben, auch durch viele Untersuchungen eine der wesentlichen Voraussetzungen, um für eine Destination, um erfolgreich zu sein. Da kann Österreich jetzt Gott sei Dank ohne Hindernisse weiter mitspielen. Ich möchte aber gleich auch die Möglichkeit, hier zu Ihnen zu sprechen, nutzen, um mich ganz besonders herzlich bei Elisabeth Köstinger zu bedanken, die in einer der schwierigsten Zeiten für den Tourismus unheimlich viel geleistet hat und uns geholfen hat, diese schwierige Zeit auch durchzustehen und ganz, ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir eine neue Zusammenarbeit entwickelt haben zwischen allen Ebenen, zwischen Politik, zwischen Betrieben, zwischen allen Stakeholdern, die im Tourismus tätig sind. Dieses Miteinander hoffe ich, dass wir das als Erfolgsrezept auch jetzt mitnehmen können. Also Sie blicken mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft, um die geht es nämlich heute bei diesen österreichischen Tourismustagen. Frau Wedig, jetzt ist es trotzdem natürlich noch immer eine schwierige, aber eine wichtige Phase für den österreichischen Tourismus. Wie kann es denn jetzt gelingen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen? Was braucht es dazu und welchen Beitrag können denn diese österreichischen Tourismustage dazu leisten? Zunächst einmal, bevor ich darauf antworte, ganz, ganz herzliche Gratulation an unsere neue Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, die diese wichtige große Aufgabe übernehmen wird. Und wir bei der Österreich-Werbung freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in Zukunft und laden dich sehr herzlich ein. Ich weiß, dein Terminkalender ist voll, aber so schnell wie möglich bei uns vorbeizukommen. Ja, auch erstmal ein herzliches Willkommen von mir an Sie, an euch alle zu unseren ersten österreichischen Tourismustagen und der ersten Austrian Travel Business nach 2 Jahren. Wir haben uns nicht sehen können und wir haben bei der Österreich-Werbung wirklich die letzten Monate darauf hingefiebert, auf diesen Tag heute. Viele Kollegen haben daran gearbeitet, dass wir hier sitzen können mit großartigen Vorträgen und Speakern, die vor uns liegen. Ja, zur Frage, was braucht der Tourismus, welche Impulse können die ÖTT geben? Zum einen, das Motto Redesign Tourism Now zeigt ja schon, wir müssen und wollen uns weiterentwickeln im Tourismus. Wir können nicht stehen bleiben und gerade ja, als eine starke Tourismusdestination sind wir so im Wettbewerb, gerade in Europa. Die Flugkapazitäten ans Mittelmeer steigen wieder und deswegen wollen wir ein deutliches Zeichen setzen, dass man bei uns super guten und schönen Sommerurlaub machen kann. Was sind die Themen, die dazu beitragen, die wir auch bei diesen ÖTT behandeln werden? Zum einen das Top-Thema, die Digitalisierung. Dort werden wir, wie du gerade schon gesagt hast, in einem speziellen Bereich auch über Ideen, über Data Hub, über Smart Assistants reden. Genauso auch Innovationen der Zukunft, gerade zum Thema Mobilität, was alle beschäftigt. Und das zweite Top-Thema, die Nachhaltigkeit. Wie können wir hier und wollen wir hier Österreich als Green Destination positionieren in Zukunft? Dann geht es darum, sich auch die Gäste anzuschauen. Das ist ja immer unser Fokus bei der Österreich-Werbung. Unsere Urlauber in unseren über 30 Ländern, die wir betreuen. Und ja, welche Gästetrends gibt es hier? Das Thema Workation ist in aller Munde, also Arbeiten und Urlaub zu verbinden. Auch da zu zeigen, dass das sehr, sehr gut in Österreich geht. Und Arbeitskräfte der Zukunft werden auch ein großes Thema sein, betrifft die ganze Branche ganz stark. Wie können wir uns als guten Arbeitgeber noch stärker positionieren und attraktiv machen? Und ganz neu heuer, der Städte- und der Convention-Bereich, so stark und groß vertreten wie noch nie, freuen wir uns sehr, auch hier unterstützen zu können. Und lassen Sie mich noch sagen, es sind die größten ÖTT, die wir jemals hatten. Wir werden 1200 nationale und internationale Tourismusprofis hier in Wien haben in den nächsten Tagen. Und wenn man am Wochenende durch Wien geht, dann merkt man schon, wie diese Stadt jetzt schon pulsiert. Und ich freue mich sehr, dass noch diese 1000 Gäste dazukommen werden.
Und ja, wir werden bei der ATW 390 internationale Einkäufer haben aus 45 Ländern, die sich mit unseren österreichischen Ausstellern vereinbaren, verabreden, Termine ausmachen und über das Geschäft von morgen sprechen. Und der zweite Teil, unsere ÖTT mit unseren 27 Vorträgen und Panels von 44 nationalen und internationalen Speakern. Auch hier haben wir eine große Range. Amerikaner sind dabei, also wirklich internationale Gäste, die wir hier haben. Und hierfür haben sich weitere über 500 Gäste angemeldet aus Österreich. Also wir freuen uns sehr, sehr darauf, hier unterstützen zu können, den, ich glaube, inzwischen dritten Restart des Tourismus in Österreich zu beginnen. Und ja, herzlichen Dank an dieser Stelle möchte ich auch noch ganz unbedingt sagen, zum einen dem Bund und der Wirtschaftskammer für unsere gemeinsame Vorbereitung dieser Tourismustage, aber auch 48 Schülerinnen und Schüler der Tourismusschulmodul, die uns tatkräftig unterstützen, in den nächsten Tagen jeden dahin zu leiten, wo er sein soll. Und mein ganz allergrößter Dank geht an meine Kolleginnen und Kollegen der Österreich Werbung, die wirklich die letzten Monate Tag für Tag gearbeitet haben und die letzten Tage und Stunden wirklich Tag und Nacht gearbeitet haben. Und ich war gestern hier und es waren alle noch ganz mit Engagement dabei, die letzten Dinge zu organisieren und vorzubereiten. Und euch gilt der allergrößte Dank, dass wir hier heute sitzen können und diese Veranstaltung möglich ist. Danke. Ja, es sind schon beeindruckende Zahlen, das zeigt, das Interesse ist groß. Natürlich endlich wieder Face-to-Face-Gespräche, führen sich austauschen, Netzwerken, überhaupt die Gesichter schauen, das wollen wir voll auskosten an diesen drei Tagen. Herr Seber, jetzt eröffnen wir heute auch den Wissenscampus, gehostet von der Wirtschaftskammer Österreich. Und da geht es um kreative, innovative Konzepte, mit denen es gelingen kann, den Tourismus neu zu gestalten, sozusagen nach zwei Jahren Pandemie. Was brauchen denn jetzt die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer, die Betriebe, damit das auch gelingen kann, diesen Wandel positiv mitzubewegen? Und was kann dieser Wissenscampus dazu beitragen? Ja, auch von meiner Seite danke vielmals, ein herzliches Grüß Gott bei den österreichischen Tourismustagen. Herzlich willkommen, Frau Staatssekretär, liebe Lisa Wettig. Ich habe schon gesagt, vorhin bei der Pressekonferenz, ich wiederhole es gerne, ich arbeite sehr gerne mit dir zusammen. Jetzt bist du auf der anderen Seite, langjährige Wege und Kampfgefährtin, muss man dazu sagen. Und wir haben einen sehr pragmatischen, guten Umgang. Und im Sinne des Tourismus freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Was ist jetzt das Wichtigste? Zurückkommend auf die Frage, was brauchen unsere Betriebe? Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sitzen ja lauter Insider herinnen. Und wir wissen alle, und ich glaube, uns geht es allen gleich, wir spüren das alle gemeinsam. Wir haben alle, glaube ich, gemeinsam Sehnsucht nach Urlaub. Wir waren ja alle mehr oder weniger eingesperrt. Ich habe selber bei meinen Betrieben in Linz gesehen. Ich habe nur mehr kommuniziert über Video. Drum umso mehr freut es mich, dass wir jetzt einmal auch physisch wieder beieinander sein können. Und man kriegt ja fast einen psychischen Schaden, wenn man so lang kaserniert war, und darum glaube ich und ich verstehe auch den Wunsch der Menschen, unserer Gäste, dass die Sehnsucht nach Urlaub sehr groß ist, und das heißt für mich im Umkehrschluss, es ist ein sehr großes Potenzial vorhanden, was das betrifft. Allerdings in diesem Markt fischen wir nicht alleine, sondern wir sind ja international tätig, wir haben einen Standortwettbewerb. Und in diesem Umfeld heißt es ganz einfach, gute und nachhaltige Konzepte zu entwickeln. Und für mich bedeutet das unter anderem auch eine Ausgewogenheit in der Gesellschaft und auch zwischen der Ökonomie und der Ökologie. In diese Richtung gilt es also, nachhaltige Tourismusprojekte zu entwickeln. Wie wird das gelingen? Aus meiner Sicht müssen wir unser Land, unseren Tourismus in seiner gesamten Vielfalt positionieren. Das heißt, wir müssen, wir haben das auch in Oberösterreich so gemacht, wir müssen die einzelnen Regionen und Destinationen ganzheitlich denken. Und wenn ich ganzheitlich sage, dann widerspiegelt ja das genau diese Veranstaltung hier, die ÖTT. Ich meine da immer die Bevölkerung, ich meine die Betriebe, unter sich die Politik. Und ich meine auch natürlich die Tourismusverbände und
die Wissenschaft, wo wir heute noch einiges am Wissenscampus hören werden. Das heißt, dieses Miteinander, dieses positive Miteinander, das ist genau das, was wir in so einer Phase des Restart ganz dringend in Österreich brauchen. Also nicht gegeneinander, sondern miteinander, weg vom Kirchturm, außen in die Welt, arbeiten wir zusammen auf allen Ebenen. Das ist meines Erachtens das Erfolgsrezept. Und ein weiterführendes Erfolgsrezept ist ganz klar nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, die letzten 2 Jahre, dass wir unsere Resilienz ausbauen, ist ein Schlagwort, ich sage es trotzdem. Wir müssen uns widerstandsfähig machen, wir müssen uns wappnen gegen unvorhergesehene Ereignisse in der Welt. Eines der letzten war ja dieser unselige Krieg vor unserer Haustür. Als kleines Stichwort, diese Resilienz, unsere Betriebe haben sehr schnell reagiert, indem sie das Takeaway-Geschäft zum Beispiel in die Wege geleitet haben. Das soll nur als kleines Beispiel dienen. Also da sind wir sehr stark gefragt. Wir sind auch gefragt bei der Stärkung der Kundenbeziehungen. Ich habe es gesehen selber in meinen Betrieben, die Stammgäste, die wir in unseren Betrieben haben, die sind die ersten gewesen, die wieder da gewesen sind. Auf das kann man aufbauen und dieses Beziehungsmanagement, da muss man voll hineingehen. Und genauso in das Management, was die Mitarbeiter betrifft, wir müssen schauen, ich weiß, es ist irrsinnig schwierig, weil zurzeit der Markt leer gefischt ist. An dieser Stelle sage ich aber dazu, weil das kommt aber so aus, so wie wenn das nur im Tourismus wäre. So ist es nicht. So ein schlechter Arbeitgeber sind die touristischen Betriebe nicht in Österreich. Und so schlecht wird auch nicht bezahlt, was man immer hört. Aber wir haben eben einen Wettbewerb unter den Branchen und das spürt man. Und man muss natürlich ansetzen auf diesem Arbeitnehmermarkt, dass man entsprechende Incentives macht, beziehungsweise sich an den Mitarbeitern orientiert nach ihren Wünschen, Stichwort Mitarbeiterheim und so weiter. Also da gibt es sehr viele Punkte, das ist ganz wichtig. Und dann auch, wie ist unser Umgang mit der Nachhaltigkeit? Wie gehen wir mit unserer Natur um? Das ist das, was nachgefragt wird. Und dann natürlich auch die Digitalisierung, dieser Treiber des 21. Jahrhunderts. Da werden wir heute noch mehr davon hören. Lassen Sie mich abschließend, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch sagen, die Regierungsbildung, was das betrifft, habe ich bereits gesagt, unsere neue Staatssekretärin, die uns also jetzt hier im Wechselspiel unterstützen wird und auch an dieser Stelle hier in diesem Forum bei der Eröffnung auch ein herzliches Dankeschön an Elli Köstinger, die in einer sehr schwierigen Zeit in der Pandemie sich mit viel Herzblut für uns, für die Branche eingesetzt hat und auch hier von meiner Seite im Sinne der Branche ein herzliches Dankeschön. Ich würde dann sagen, gehen wir über zum Startschuss. Ich sehe ihn hier in der ersten Reihe sitzen, Herrn Professor Lissmann, wir werden ja heute einen Vortrag hören auf und davon zwischen Euphorie und Verantwortung. Genau auf das sind wir neugierig und ich wünsche einen schönen Verlauf dieser Veranstaltung. Danke. Ja, wir freuen uns auf spannende 3 Tage heute mal von den spannenden Wissenscampus. Auch morgen noch. Sag vielen herzlichen Dank allen voran an Staatssekretärin Susanne Krauswinkel, an Lisa Wettig, an Robert Seber. An Robert Seber sehen wir später nochmal in einem Pendel und heute Nachmittag nochmal zum Abschluss. Danke Ihnen von Herzen. Ja, meine Damen und Herren, wir bauen jetzt ganz kurz die Bühne um und machen alles ready to go und dann starten wir rein in den Wissenscampus bei den österreichischen Tourismustagen 2022. Also noch ein paar Minuten Geduld. Bis gleich.